Dann kommen wir zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Frage des Abgeordneten Petzold, Nummer 24, wird schriftlich beantwortet. Und ich komme zur Frage 25, Planungen zum Ausbau des Berliner Bahnnetzes sowie der Dresdner Bahn, der Kollegin Renate Künast. Ja, liebe Frau, Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Entschuldigung, Frau Präsidentin. Kein Problem. Liebe Frau Kollegin Künast, Ihre Frage beantworte ich wie folgt: keine. Frau Kollegin Künast. Jetzt muss ich selber sicherheitshalber auch noch mal genau gucken, ja, wie meine Frage endet, wenn Sie die lange Antwort keine geben, Frau Beer. Wir haben den Medien aber entnommen, dass Gelder beantragt wurden für Bahnprojekte oder Mobilitätsprojekte im Bereich Berlin oder Berlin-Brandenburg. Und deshalb wiederhole die Frage nochmal klar, weil hier ja steht, welche konkreten Planungen für Berliner Bahnnetze genommen wurden und welche Ausbauvarianten bei der Dresdner Bahn da ist. Soll ich so verstehen, dass der Hinweis aus dem Magazin Der Spiegel, bezüglich solcher Mobilitätsprojekte überhaupt erst was beantragt, komplett falsch ist? Oder sind es andere Projekte, die Sie beantragt haben? Frau Staatssekretärin. Sie hatten gefragt, welche Maßnahmen im Bereich des Aus- und Neubaus der Schiene die Bundesregierung zur EU-Förderung oder wenn man es grundsätzlich fasst, nicht nur Berlin, sondern grundsätzlich, welche Maßnahmen jetzt im Bereich Aus- und Neubau der Schiene überhaupt vorgeschlagen wurden, dann kann ich auch nur antworten, keine. Ich habe hier eine detaillierte Liste, was alles angemeldet wurde von Deutschland in jedem einzelnen Bereich. Und da geht es um die Straße, es geht um die Wasserstraße, es geht um die digitale Infrastruktur. Aber wenn Sie konkret nach der Schiene fragen, muss ich noch mal mit keine antworten. Also keine bezieht sich quasi aufs Bundesgebiet und nicht nur auf das Gebiet Berlin-Brandenburg? Keine. Danke. Die nächsten Fragen 26 und 27 wurden ebenfalls schriftlich beantwortet. Die Fragen 28 und 29 wurden auch schriftlich beantwortet. Damit komme ich zur Frage 30 des Abgeordneten Lutze. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ja, ist die Antwort auf Frage 30. Richtig. Das war die Antwort, das ja. Das war, oh, gut, kurz und knapp. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Dann kommen wir gleich zur Frage 31. Frau Staatssekretärin, Sie haben wieder das Wort. Nein, jetzt gibt es eine längere Antwort. Ich habe ja meine Zeit noch nicht ausgeschöpft. Nein, Frage 31 antworte ich wie folgt. Der Bund hätte im Fall einer